Moin und hallo und willkommen zurück zu Staxel. Ich muss hier noch ein bisschen was im Feenhotel reparieren. Da fehlen noch Wände und so. Hier gibt es aber Lootboxen, ist mir aufgefallen. Die muss ich mal gucken, wenn hier noch welche versteckt sind. Die muss ich mir nochmal krallen. Hier, wenn da noch Blütenblätter oder so drin sind. Vielleicht sind da auch Items drin, ne? Krasse Sachen. Okay, hier ist nichts. Oben hatte ich nämlich eine Lootbox gefunden. Hier war jetzt auch nichts Besonderes. Nein. Okay, dann hier drinne. Ist jetzt auch nichts zu sehen. Dann wieder runter. So, wie sieht das hier aus? Nein, okay. Hier ist auch nichts. Nein. Hier ist noch eine Lootbox. 30 Blütenblätter erhalten, okay. Krass. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Dann hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. Okay, und hier drüben? Auch nicht, gut. Gut, dann muss ich jetzt... Doch, da ist eine Lootbox. Ha! 200 Blütenblätter, wow! Okay. So, dann muss ich jetzt mal in die weite Welt hinaus und gucken, ob ich noch ein paar Feen finde. Die leuchten rot, die Feen. Hatte ich ja schon mal gefangen. Der Tisch ist jetzt immer irgendwie, ne? Der große Feentisch hier. Komisch. Der sah nämlich jetzt so ein bisschen Fehlerplatz aus in dem einen Zimmer. Das wundert mich ein bisschen. Packe ich das mal dahin. Und dann schaue ich mal, ob ich hier ein paar Feen finden kann. Hier müssen doch irgendwelche rumgeistern hier irgendwo. Wenn ich denn jetzt nicht so blind bin. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Feen ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Feen für die Dächer. Da hinten ist noch alles orange. Das muss noch alles nachgearbeitet werden hier. Ist ja eigentlich kein Herbst mehr. So. Vielleicht im dunklen Wald hier. Ein wenig. Hier ist gar nichts. Wow. Das ist jetzt nicht so viel. Ich hätte gerne Fee. Das Problem ist, jetzt suche ich danach. Jetzt finde ich sie nicht. Wenn ich sie nachher nicht mehr suche, dann finde ich sie bestimmt. Wobei, das Event ist dann ja wahrscheinlich wieder vorbei. Tja. Am Strand werden die wohl, glaube ich, kaum sein, oder? Augen auf. Ich sehe hier nichts. Es ploppt alles so ein bisschen auf hier, aber ich sehe nichts. Eine rote Fee. Die anderen sind bestimmt blau, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da ist noch eine Bienenkönigin, die nehme ich noch mit. Dann kann ich nämlich nochmal... So. Nochmal Honig herstellen. Weil vier Dinger sind, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber ich denke mal, mehr Bienenstöcke brauche ich, glaube ich, nicht dann. Das wird doch wohl reichen. Wobei, die produzieren natürlich auch kostenlos, ne? Also von daher... Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, so viel brauche ich da nicht. Tja, kein Glück. Ich habe bisher kein Glück. Hier sind überall Insekten und alles, aber keine Feen. Da ist noch eine Biene. Ja. Nehme ich dich auch nochmal mit. Aber ansonsten... Oh, dich habe ich noch nicht gefangen. Eine grüne Libelle und eine rote Libelle. Die sind neu. Die kenne ich noch nicht. Die habe ich noch nicht gefunden gehabt. Kann ich nachher alles dann Vorlin geben. Ist echt schon ja spät jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Und ich habe bisher kein Glück gehabt. Die Feen. Ich hoffe nur, ich krieg auch noch welche hier, weil sonst... Da ist schon mal eine. Du bist blau, das heißt, du bist in Ordnung. Da hilfst du mir aber leider nicht weiter. Wäre schön, wenn du mir helfen könntest, wo die anderen sind, ne? Tja, da ist auch nichts. Also eine Fee haben wir schon mal gefunden. Da ist noch eine blaue Fee. Die Roten haben sich gut versteckt. Die wissen schon, dass ich auf der Jagd bin hier und haben sich gut versteckt. Hier gar nichts.
Dann gehen wir hier nochmal lang. Ich muss den Kreis enger schnüren hier. Dann irgendwann müssen die doch mal auftauchen. Ihr könnt euch ja nicht ewig verstecken. So, hier im dunklen Wald sieht man eigentlich ganz gut, aber wie man sieht, sieht man nichts. Mann, ist das düster hier. Hier ist gar nichts. Keine Feen zu sehen. Den Schraubenschlüssel von Alisa habe ich bisher auch noch nicht gefunden, wo der auch immer sein mag. Da ist was Rotes. Hab dich. Erwischt. Eine freche Fee haben wir schon mal. Vielleicht sind ja noch welche in der Nähe hier. Ich hoffe es mal. Im dunklen Wald kann man sie gut sehen. Hier ist nichts. Zumindest wenn ich jetzt nicht blind bin auf den Augen. Hier ist nichts. Später haben wir es, aber langsam Abend, okay. Da ist auch nichts zu sehen, nee. Leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die Mine ist. Da wollte ich auch nochmal reingucken, weil ich bin noch nicht in der Mine gewesen. Ich bin zwar dran vorbeigelaufen, aber nicht reingegangen. Das ist auch noch so eine Sache, die ich nochmal gucken muss. Da muss ich mich dann nur auf die Suche begeben. Tja, keine Feen mehr. Keine Feen mehr. Das ist blöd, dass das Event nur 5 Tage geht und das ist doch ein bisschen schwierig. Ich gehe mal langsam wieder Richtung nach Hause. Richtung zu Hause. Und hoffe, dass ich auf dem Rückweg nochmal irgendwo hier eine Fee finde. Tja, eine Fee habe ich gefunden, aber leider eine, die gut ist. Das ist ein bisschen doof. Du weißt nicht, wo deine frechen Kumpadres sind hier, ne? Scheint nicht. Tja. Wir müssen ein Fernglas oder sowas haben. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dass man ein bisschen weiter gucken kann. Hier ist leider auch nichts zu finden, ne? Die Sonne geht auch langsam unter. Ne, ist nichts zu sehen. Tja, da bin ich wieder zu Hause, aber ich habe leider keine Fee gefunden sonst. Ich guck mal hier hinten noch. Ich bleibe aber in der Nähe. Oh, hier ist ein Pilz. Ein brauner Pilz. Fehlt mir hier noch ein brauner Pilz? Kann ich jetzt nicht Pilzsuppe machen? Ich weiß es nicht genau. Hier ist noch so ein abgefahrener Pilz. Ich glaube, da würde ich mir Gedanken machen, wenn ein Pilz so wächst hier. Nass anscheinend. Hau nicht so weit ab, ne? Sonst muss ich dich dann wieder einsammeln. Das wäre uncool. So, ich guck mal hier unten noch schnell. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Je mehr ich finde, desto besser. Ich hoffe, dass ich genug Baumaterial zusammenkriege dann. Sonst habe ich ein Problem. Da ist wieder so ein Stern, ne? Das ist kein Insekt. Okay, dann nehme ich den so mit. Jetzt wird es langsam echt dunkel. Da ist noch eine Fee, die sehe ich von ganz weit weg. Aber leider keine freche Fee. Hier auch nicht? Ne, leider nicht, ne? Schmetterlinge sehe ich hier noch. Da ist noch eine freche Fee. Aus dem Augenwinkel gesehen. Ich nehme ich noch mit. So. 2 Stück. Ich hoffe, die reichen. Jetzt geht's aber wieder ab nach Hause. Ist schon spät. Ich wollte jetzt nicht hier draußen schlafen. Das wäre mir dann noch ein bisschen zu kalt. So. Komme ich hier ganz schnell nach Hause? Ja, das müsste gehen. So, jetzt hier die Abkürzung nochmal runter und dann da wieder hoch und dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Ich weiß, ich werde langsam müde. Ich beeile mich. Ich beeile mich im Dunkeln. Ist gut munkeln. So. Okay. Nehme ich euch jetzt mit, Feen. Dann kommt ihr morgen nach Hause. Jetzt nicht mehr. So. Ab ins Bett. Nur noch 2 Tage gleich. So. Einmal aufstehen, bitte. Okay. Gibt's viel zu tun? Es gibt viel zu ernten hier eigentlich. Was ist das denn? Sonnenblume? Kann sein. Ich
gieße mal gerade noch eine Runde. Damit das hier auch schön wächst. Ich sehe natürlich so viel. Ich muss eigentlich auch mal ein bisschen was ernten jetzt hier wieder demnächst. Und neu anpflanzen. Aber erstmal kümmern wir mich um das so ein Event. Eigentlich müsste ich das alles hinkriegen, aber das kostet doch ein bisschen Zeit. Wenn ich das nachher noch hinkriege, mache ich das noch. Wenn nicht, dann muss ich später gucken. Da habe ich eine Stelle gegossen. Habe ich das nicht hier gesehen? Das ist ja nicht so schön. Ich versuche doch alles zu gießen hier. So. Zack, 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 zack. Das geht ja geschwind wie der Wind hier. Okay. Das habe ich auch fertig. Ne, Maya? Dann kümmere ich mich noch um euch kurz hier. So, Bongo. Jetzt haust du natürlich so weit ab hier, ne? So, Sunshine, ne? Du bist auch noch da, okay. Dann, wo habe ich denn jetzt? Habe ich den ganzen Kram hier weggekauft? Ich habe keinen Platz mehr im Winter. Ach du meine Güte. Da graut es mir ja vor. Ich habe echt keinen Platz. Ja. Kann ich jetzt hier noch so machen? Komm, ihr beiden. Einmal, dass du das beschäftigt, kann ich. Kann ich mich, danke. Kann mich von dir noch, danke. Habe ich noch ein bisschen Kacke im Inventar? Ja, dann nehme ich die noch mit hier. Da stimmt noch Kacke, dann nehme ich noch mit. So. Okay, macht's gut, ihr beiden. Bis später. So. Jetzt gehe ich mit vollem Inventar wieder zurück. Gib die Feen noch ab. Wupp. Und kann hoffentlich die Decken noch bauen. Nee, ich habe keinen Platz. Ich muss ausräumen. Das ist schlecht. Ich habe keinen Platz mehr hier, ne? Doch hier ein bisschen. Dann nehme ich erstmal die Hecken nochmal raus. Die brauche ich später noch zum Bauen, aber jetzt gerade nicht. So. Die Bienenkönigin kann ich noch wegpacken und die Biene auch. Die Bienenkönigin kommt dahin. Und die Biene kommt dahin. Den weißen Pilz kann ich noch wegpacken und den seltenen Pilz kann ich noch wegpacken. Dann habe ich das auch weg. Die Kacke noch. Und den braunen Pilz habe ich bestimmt auch noch schon irgendwo, ne? Oder nicht? Anscheinend nicht. Dann die Kacke noch weg. Hier ist auch kein Pilz drin. Nein, Tatsache. Ich habe keinen braunen Pilz. Was? Das ist der, der mir noch fehlte hier. Okay. Die Pixies muss ich abgeben. Die Eier und die Milch lege ich erstmal hier auf den Tresen. So. Ich habe nämlich einfach keinen Platz. Habe ich die Eier denn eingesammelt? Doch, hatte ich vorhin, ne? Ja. Müsste ich eigentlich. Okay, dann schnell zurück die bösen Feen abgeben, beziehungsweise die frechen Feen zurückgeben. Und dann gucke ich mal, dass ich die Decke da noch zukriege, hoffentlich. Dass das Hotel wieder fertig ist. Ich wollte das eigentlich auch so bauen, so ein Baum, der im Haus ist oder ans Haus gewachsen ist. Für Emilia. Das muss ich auch nochmal anpassen, das Haus. Ich hoffe, ich kann das nochmal irgendwann nachträglich machen. Vielleicht in einer kleinen Bausession. Muss ich mal schauen. Erstmal will ich auch ein bisschen storymäßig was mitkriegen. So, morgen Feenkönigin. Ich habe noch was gefunden. Warum ausgerechnet zu einem so wichtigen Zeitpunkt? Unsere Geduld mit einigen unserer Artgenossen geht langsam zu Ende. Was soll ich nur tun? Ich habe eine Fee gefangen. Ah, ausgezeichnet. Können wir die Aufgabe nehmen, sie zu rügen? Sicher. Also dann, schauen wir mal, womit sie sich aus dem Staub gemacht hat. Großer Feentisch. Ah, das ist dann also der Tisch, der in 106 fehlt. Wie konnte sie nur all das Gewicht tragen? Wie auch immer, bring es bitte wieder an den richtigen Platz. Okay, aber die Zimmer sind doch schon fertig. Ich habe noch eine Fee hier. Warum ausgerechnet zu einem wichtigen Zeitpunkt? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier, ich habe eine Fee gefangen. Ausgezeichnet. Können wir die Aufgabe abnehmen, sie zu rügen? Sicher. Was möchtest du im Gegenzug von uns? Einen großen Tisch? Dankeschön. Eine sehr gute Wahl.
Ich kann mir nur den Tisch aussuchen. Jetzt habe ich drei Tische, die ich nicht gebrauchen kann, weil ich brauche das Baumaterial. Mach's gut. Das ist eine Katastrophe. Feen gefunden, aber kein Baumaterial gekriegt. Ja, das ist ein bisschen bescheiden. Na gut, ich schaue mal in der nächsten Episode, ob ich noch ein paar Feen auftreiben kann. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.